Nathalie, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, guten Morgen, Nathalie. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, was für... Bei mir geht's auch um das Thema Sex. Mann. Aber nicht so wie meine Vorgängerin. Ich kann einfach nicht genug davon kriegen, und zwar von meinem Freund und von mir selbst. Ich bin sexsüchtig. Sexsüchtig? Eine Nymphomanin? So genannt, ja. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 1,5 Jahre. Ja. Wie oft habt ihr Sex in der Regel? Also jedes Mal, wenn wir uns sehen, das ist ungefähr 3-mal die Woche und dann das ganze Wochenende. Ja. Und ich sag mal so ein Samstag, wenn wir wirklich von morgens bis abends zusammen sind, 4-5 Mal. Und dann muss ich ihn aber mehr oder weniger auch dazu zwingen. Weil der Knabe dann schon erschöpft ist? Bitte? Weil der Knabe dann schon erschöpft ist? Ja. Ja. Und auch mitten im Schlaf fange ich an, den dann so zu befummeln und so, damit der wach wird, damit ich das dann kriegen kann. Und wenn er dann... Er will endlich mal schlafen und dann fummelst du. Genau. Und wenn er dann weiter schläft, dann fummel ich mir an mich selbst herum und auch auf Arbeit muss ich dann mal eben auf Toilette gehen und mal eben schnell was selbst... Also ich befriedige mich selbst mindestens einmal täglich. Ja. Immer. Ja. Ja, und mit meinem Freund habe ich mittlerweile auch schon so eine Krise, weil der kommt sich mittlerweile auch benutzt vor, weil der ist kein Schritt eine Tür drin und ich verführe den schon direkt und... Was sagt er da? Da ist kein Schritt eine Tür drin? Ja, also kein Schritt bei mir in eine Wohnung drin und schon ach so. Losgehen und nicht erstmal hallo, wie geht's, sondern erstmal... Hose runter. Genau. Mhm. Und mittlerweile kommt er sich halt, wie schon gesagt, benutzt vor und weiß nicht mehr, wie er damit umgehen soll, weil ich wirklich eigentlich erstmal nur das eine von ihm will und also alles andere kann ich später. Es erwächst daraus wirklich ein ernsthaftes Partnerschaftsproblem. Ja. Ne? Wie ich es hier so höre. Ja. War das bei dir immer schon so? Ist das so in den letzten 1, 2, 3 Jahren erst so hochgebrodelt? Ja, so seit 2,5 Jahren ist das ungefähr. Da dachte ich auch erst, das wäre irgendwie so eine Phase, weil jeder hat immer irgendwie das mal am Tag öfter macht. Und irgendwie hält das jetzt schon seit 2,5 Jahren an. Und wenn ich auch mit meiner besten Freundin darüber quatsch, bei der ist das nicht so. Die macht das halt auch ab und zu mal, weil die meint auch schon, das wäre irgendwie nicht mehr normal, dass ich wirklich jeden Tag selbst dran muss. Und dann auch noch mit meinem Freund und den... ich nicht dann in Ruhe lassen kann, sondern... Ich glaube, dass man das auch schon sagen kann, dass das nicht normal ist. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ja. Und du selbst weißt nicht, woher es kommt. Das ist einfach in dir drin, ne? So habe ich es verstanden. Mhm. Es ist ein Drang und da kann man ja auch schlecht gegen, also so mit dem Kopf gegen angehen, ne? Ja. Ja. Wie ist das denn jetzt mit dem Freund? Ist es so ernst, dass er schon gesagt hat, hier, ich habe keinen Bock mehr? Ja, ich habe keinen Bock mehr, das jetzt nicht, aber... Oder ist es kurz davor, dass er das vielleicht sagen könnte? Ich denke mal, das wird passieren, weil er sagt mir auch ständig, dann weist er mich auch zurück dann, wenn er kommt und sagt, ja, sollen wir nicht mal uns erstmal unterhalten, bevor er wieder was haben will. Womit er auch recht hat, ne? Ja, mir tut das ja auch irgendwo leid, aber das ist irgendwie so mein Drang, den ich habe. Ja. Und der kommt sich halt so dermaßen benutzt vor, was ich ja irgendwo auch verstehe. Mhm. Aber... ich kann dann einfach nicht anders. Ich muss es dann machen. Mhm. So, das ist natürlich eine Problematik, die wirklich schwerwiegt, finde ich. Ich weiß nicht, woher Sexsucht kommt. So wie, es ist wahrscheinlich nicht so einfach zu erklären, wie jede Sucht nicht einfach zu erklären ist. Mhm. Die Gefahr besteht natürlich wirklich, dass dein ganzes Leben oder wichtige Teile ins Leben, so jetzt zum Beispiel deine Beziehung, daran Schaden nimmt oder eventuell sogar kaputt geht. Das heißt, es muss irgendwas unternommen werden. Ja, also dazu muss ich aber sagen, also zum Beispiel Thema Treue. Mhm. Ich bin treu. Also wenn ich dann abends mal mit ein paar Freundinnen weggehe oder so, dann kommt kein anderer dran. Das ist dann wirklich nur mit meinem Freund so oder halt mit mir selbst. Gut, das finde ich auch gut. Das kannst du ja auch steuern noch. Ja, ne? Das kannst du ja steuern. Das finde ich auch gut. Aber du kannst ja nicht steuern, zumindest im gegenwärtigen Stadion nicht, wie du empfindest, ne? Und was du gerne machen möchtest und welche Lust du hast und welche Gier du hast. Mhm. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, da muss ein Fachmann dran. Ich glaube, das Allerbeste wäre, wenn du zu einem Sexualtherapeuten gehen würdest. Mhm. Weil ich schon denke, dass das komplizierter ist und man das nicht so husch husch mal in einem kurzen Gespräch in eine Richtung beraten kann. Ja. Für dich ist es ein Problem, du hast es jetzt so dargestellt. Ist es eigentlich so, dass es dich auch schon nervt? Ja, klar. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich arbeite im stressigen Job, also in einer Arztpraxis, wo immer wirklich viel los ist und
ja, mittendrin, mitten in der Sprechstunde, Wartezimmer ist voll, muss ich erstmal auf Toilette gehen und dann kommt es einfach und das nervt mich natürlich auch, wenn ich da mal eben kurz vor 5 Minuten verschwunden bin. Mhm. Da ist der Drang so groß, dass du gar nicht weiter normal arbeiten kannst. Nein, da muss dann erstmal was gemacht werden. Ja. Ja, ich weiß dann auch wie, dass es dann halt schnell geht, aber es muss halt sein. Ja, gut. Also, das ist ein Grund und der gewichtige Grund ist für mich auch, dass die Beziehung auf der Kippe steht oder eventuell auf der Kippe stehen könnte, wenn das so weitergeht. Ich würde sagen, dass du zu einer Sexualberatung gehst oder dich zumindest in dieser Richtung beraten lässt. Dazu werde ich dich jetzt weiterleiten an meine Psychologin. Ja. Das heißt, du legst auf und Claudia, heißt die Psychologin, ruft dich an und wird dir die entsprechenden Informationen geben. Unternimm aber was. Ich finde auch, dass der Handlungsbedarf Not tut. Finde ich auf jeden Fall. Ich alleine oder wäre auch eventuell eine gute Idee, wenn mein Freund mit mir kommt? Vielleicht auch zusammen, ja, vielleicht auch. Hm? Mhm. Besprich das gleich mal mit der Claudia. Ich glaube, dass, wenn es um so partnerschaftliche Dinge geht, es auch immer gut ist, wenn der Partner dabei ist und mit einbezogen wird. Ja. Ja, du legst auf, wir rufen zurück. Okay. Tschüss. Gut, danke schön. Tschüss.